Orko, Bay is prepped. Systems online. Telepresence online. Awaiting your orders. This system is crawling with Targoids. If we don't push them back, we'll be overrun. What the fuck? Alle Maschinen völlig auf zurück! Taking enemy fire, Commander. What are your orders? Ziel erfassen, eröffne das Feuer! So. Multiple targets in this area, Commander. Okay, voll in die Waffensysteme leiten, die Schilde sind eh sinnlos. Das war eine saublöde Idee, hier reinzufliegen. In diesem System wimmelt es von Targoiden. Wenn wir nicht dagegen, werden wir überrannt. Denken Sie, Sie schaffen das. Nö. Hast du diese Grütze etwa auf mich geschossen hier? Alle Waffen Dauerfeuer! So, ich schieb einfach alle Energie in die Waffensysteme. Ist vollkommen wurscht, weil, ganz ehrlich, die Schilde sind eh nutzlos hier. Scan gestört, Datenabgleich nicht möglich. Und jetzt sehen Sie, wie Hepp nach 4 Stunden nach einer neuen Pilotin sucht. Dankeschön. Also wenn ich bei 80% bin, hau ich ab. Treffe ich das Schiff eigentlich? Ich hab keinen Targoiden-Scanner hier drin, das ist etwas schwierig. So, alle die Waffensysteme leiten. Erstmal mit einem Capital Class Ship. Okay. Gut. Lass nicht was droppen. Unbekannt. Scan gestört. Keine Übereinstimmung. Material. Biochemische Leiter. Das ist sehr schön. Okay. Frameshift Anomaly Detected. Das ist sehr schön. Oh, ich bin gerade mega nervös. Sehr schön. Good to have you on the team. Let's kill some Targoids. Jawohl. Da ist noch einer. Wir haben den Balken bald geschafft hier. Alle Waffen, Dauerfeuer! Du bist, glaube ich, schon infiziert. Und ja, bist du. Ja, ich weiß, dass ich infiziert bin. Ich muss gleich das Schiff überhitzen. Was für Dinge? Targoid Interceptors? Was für ein Ding? Oh nein! Oh nein! 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 Kann ich die Kira noch steuern? Nee, ne? Das hasse ich. Mayday Commander, taking fire. My hull is critical. Repeat, hull is critical. Schön. I can't find any trace of the fighter. Think it's down, sir.
Systemboot einleiten. So, Kameramodus. Ja, ich habe den Kameramodus nicht aktiviert tatsächlich. Schön. Frameshift Anomalie detected. Oh, da ist ja ein großes. Rakete im Anflug. Ich verdünnisiere mich mal. Ich muss hier dringend raus. Meine Schilde halten das nicht aus. Auf Flugbahn ausrichten. Wie auf Flugbahn ausrichten? Bring mich hier raus. Maximum Warp. Auf was für eine Flugbahn ausrichten? Ach was. Was? Ich brutzel mal ein bisschen vor mich hin. Okay. Das machen wir so schnell nicht nochmal. Ist das hier zufällig in der Nähe, das Schiff? So, wir brutzeln mal ein bisschen vor uns hin gerade. Du hast noch was anvisiert gehabt. Ah ja, ich war gerade etwas im Stress. Ich habe bloß Raketen gesehen, ich habe die Schilde runtergehen sehen und ich sehe gerade, dass ich hier ganz schön spratzel. Das ist nicht so prickelnd. Also gut. Ich glaube, das machen wir nicht nochmal. Zumindest nicht mit diesem Schiff. So, jetzt muss ich mal gucken. Also theoretisch, ich weiß gar nicht, kann ich in den Silent Mode gehen? Ich weiß gar nicht, ob ich hier docken kann, ehrlich gesagt. Kann man bei diesen Schiffen hier docken? Normalerweise schon, oder? Ich müsste nämlich tatsächlich den kaustischen Schaden reparieren lassen. Wie man sieht nämlich, ich spratzel gerade so richtig schön vor mich hin. Lass mich richtig schön, so richtig schön grüne Grütze auf meiner Hülle drauf. Ich finde das toll. Ja, auf jeden Fall, da war ein großes Trakoidenschiff. Ich habe es nicht mal gesehen, lustigerweise. Und das sind Momente, wo man sich denkt so, ja, Triebwerke weg, schön. Und dann denkt man sich so, ich brauche den Kameramodus, wie Jeremy geschrieben hat, aber ich konnte nichts machen in dem Moment. Weil ich nicht wusste, welcher Knopf das ist und ich habe das, glaube ich, sowieso nicht konfiguriert. Ja. Also gut. War praktisch mal 2 Minuten Spaß. Wir haben ein paar Targoidenschiffe kaputtgeschossen, aber... ja. Offensichtlich brauchen wir dafür mal ein besseres Schiff. Nämlich ein Schiff, was genau auf den Kampf mit Targoiden ausgestattet ist. Ausgerüstet ist, so rum. Aber gut. Ach ja. Jetzt hoffe ich mal sehr, dass das hier funktioniert. Die Frage ist, Jeremy, ab welcher Hitzetemperatur explodiert denn mein Schiff eigentlich? Ich frage aus einem bestimmten Grund. Das ist ja toll. Frameshift Drive charging. Schön. Ich, ja. Ach was, ich weiß, dass ich Schaden nehme. Was ich nicht so prickelnd finde. So, Kann ich hier andocken? Landeerlaubnis anfordern. Yay! Können wir. Docking request granted.
Oh, es geht sogar mit automatischen Docken. Geil. Ich würde sagen, wir landen das Schiff manuell. Hä, wo bist du? Das irgendwas Wertvolles dabei? Nee. Ich habe keine Ahnung, was mein Schiff gerade macht. Mein Schiff ist einfach, hat beschlossen, okay, der Autopilot, ich flieg mal eben in den Asteroidengürtel rein. Ich finde das gut. So, mal schauen, ob es jetzt funktioniert. Ah, jetzt checkt das. Hoffe ich. Irgendwie habe ich gerade... Hä? Flight Assist off. Flight Assist on. Ich land mal manuell. Ich glaube, das bringt mir so nicht viel. Landepad 1. Da oben ist es doch. Ich lande manuell. Der Computer mag das hier irgendwie nicht so ganz. Jetzt sind wir ganz ernsthaft. Geht das jetzt wirklich so nicht? Ich weiß mal, probieren jetzt einfach. Was macht denn der jetzt? Landet er jetzt automatisch oder nicht? Okay, jetzt funktioniert's. Ich sag doch, die sind dumm. Ja, manchmal sind sie ganz clever. Oh Gott sei Dank. Du hast noch 49%, ne? Ja, ich seh's. Danke! Okay, das machen wir nie wieder. Das machen wir so schnell nicht nochmal. Ich muss sagen, da ging mir jetzt gerade mehr die Pumpe eigentlich, als bei den Targoiden-Kämpfen. Das ist irgendwie auch, kann nicht so ganz normal sein, glaube ich. Schön. Ein Traum, sage ich da nur. Ein absoluter Traum. Oh Mann, ey. So, Abteilungsleiter Ahmad Wong. Er sieht ja abgespaced aus mit seiner komischen Brille hier. Ich fand es ja witzig. Ja, schon, wenn es dein Schiff gewesen wäre, hättest du es auch nicht witzig gefunden. So, kann ich irgendwas machen? Anomalie. Achso, besorgen und liefern Wasser. Ja gut, es lief jetzt nicht ganz so gut, wie ich es eigentlich geplant hatte. Aber lustigerweise, wir haben gedockt auf einer tollen Station. Wir haben es geschafft. Ich finde das mal so cool mit dieser freien Kamera, weil man kann wirklich total entspannt einfach hier außen dann ins Weltall gucken. Lustiger finde ich, wäre es ja jetzt noch, wenn, wenn jetzt die Targoiden hier angreifen würden. Nein, da will ich gar nicht hin. So, warte mal. Oh, ich hab wieder beide Mäuse hier. Das ist auch schön. Ich habe beide Mäuse hier gerade. Das ist geil. Schwarzes Brett. Haben wir irgendwelche Missionen? Irgendwas Cooles? Kriegswaffen. Okay, Kriegswaffen, Evakuierungsschutz, 9 Einheiten besorgen und liefern, Evakuierungsschutz, aha. Isoliermembran, okay.
Gut. Dann sind wir wieder vollständig repariert. Das finde ich sehr gut. Das heißt, wir können wieder ganz entspannt losdüsen. Die Frage, die ich mir... Flugoperationen frachte. Mhm. Was ich mich ja gerade frage... So. Voller Schub voraus. Jetzt habe ich den Mauszeiger im Bild. Das ist auch schön. Landeerlaubnis verweigert. Geil. So, mal gucken eben. Systemkarte. Nachdem wir jetzt hier mal blöde Frage, nachdem wir jetzt hier so ein Kampfgebiet haben, ne? Was ist denn der nächste Planet? Welcher ist das jetzt hier? Wo bin ich jetzt hier eigentlich? Da hinten, okay. Wir haben hier einen Planeten, auf dem wir landen könnten. Systemkarte. Ich will mal was probieren. Ich will mal was wissen. Ziele wählen. Ah, natürlich. Der ist hinter dem Ding. Sehr gut. Hallo? So. Und zwar, was ich vorhabe, ich will mal gucken. Es gibt ja öfters mal so Dinge, wo, wo Targoidenschiffe auf Planeten abstürzen. Habe ich gesehen, dass es das irgendwie so geben soll. Und jetzt wäre mal die Frage, wenn ich jetzt diesen Planeten scanne, ob ich sowas sehen würde, ob da praktisch ein... Und da hinten haben wir diesen Kampf, diesen AX-Kampfbereich. Das heißt, wir könnten mal schauen, ob da ein Targoidenschiff abgestürzt ist. Vielleicht finden wir was Cooles. Mal gucken, wie gut das Spiel ist in dem Bereich. Also ob da irgendwas in dem... ob man da so weit gedacht hat. Weil die kämpfen da ja im Orbit. Und es könnte ja durchaus sein, dass vielleicht mal ein Schiff auf so einem Planeten abstürzt. Wo ist jetzt der Planet, den ich eigentlich ausgewählt habe? Dieses Menü macht mich irre manchmal. Ach, das habe ich ausgewählt. Okay. Eigentlich müsste ich aber... Warte mal. Wir müssten mehr... Da... Nein. Auch nicht runtergebremst. Ich suche eigentlich mal was anderes. Warte mal. Ach doch, hier ist ein Kampfbereich. Okay. Ich wollte was haben, wo ein Kampfbereich außen rum ist. Einfach nur, ich würde es gerne mal probieren. Oberflächenscanner. Außerhalb Reichweite. Weil angeblich ist nämlich ein AX-Kampfbereich außenrum. Also, es würde mich einfach mal interessieren, wie gut das Spiel in dem Zusammenhang ist. Weil vielleicht ist ja wirklich was abgestürzt. Vielleicht finden wir was Tolles. Das wäre echt cool. Okay. Klack, Oberflächenscanner. Fehler. Okay. Wie viele Sonden? Effizienz 2. Okay, das heißt einmal... Was ist das schwer? So. Und dann so. Schauen wir, ob das so geht. Ob der dann über das Ding ins schießt. Gucken wir mal. Ich glaube es ja fast nicht. Die wird nicht hinten auffallen, oder? Oh doch, hat geklappt. Geil. Surface scan complete. Hervorragend. System scan complete. Okay, haben wir jetzt hier irgendwas? Kampfbereich, Oberflächensignal, geologisch. Nö, natürlich nicht. Okay, also entweder gibt es hier nichts oder man findet es so nicht. Schade. Ich hätte gedacht, dass da vielleicht die Schiffe abstürzen und man vielleicht irgendwas findet, aber es gibt nur geologische Signale.
ist der große Planet hier, ne? So, nur als Info, in dem System gibt es alle Materialien. Was meinst du mit alle Materialien, Jeremy? Jeremy, nicht Jeremy, sondern Jeremy. Was meinst du mit alle Materialien? So, was haben wir hier eigentlich? Wasserstoff, Helium. Status Bürgerkrieg, finde ich sehr gut. Na, für die Ingenieure. Okay, das ist gut zu wissen. Das ist ganz gut zu wissen. Die Frage ist, wo farm ich das Zeug dann? Es braucht mehr 16 Sonden. Na, das wird ein Spaß. 1. Zwei. Drei. Das war doof. Na, komm her. Okay. Okay, die sind viel zu nah beieinander, die Sonden alle. Cool. Ja, das hat's ja gebracht. Waren viel zu nah beieinander alle Sonden. Gebe ich ganz offen zu. Ich muss in den Ring übrigens noch eine Sonde reinschießen. So, Ring haben wir. Surface scan complete. Wieso habe ich den Surface Scan abgeschlossen? Check ich gerade nicht. Ich fehle nur über die Hälfte. Oder war das auf den Ring bezogen? Es fehlt noch 5% gerade. Auf dem Planeten kann man, glaube ich, eh nicht landen. Jo, das habe ich gut gemacht. Ein bisschen was gibt es noch, aber es gibt keine Prozentpunkte obendrauf. Ja, jetzt haben wir. Surface scan complete. Geil. System scan complete. So, haben wir irgendwas? Nee, ne, weil der Planet, da kann ich eh nicht drauf landen. So. Leeren Opale Hotspot. Yay, wir haben leeren Opale gefunden. Finde ich sehr gut. Das heißt, wir könnten hier Niedertemperatur-Diamant-Hotspot. Also da könnten wir auf jeden Fall Sachen abbauen. Das wäre schon mal kein Problem. So, wir scannen den Planeten hinten noch. Mal schauen, ob da noch irgendwas ist. Die Frage ist jetzt nur, wenn Jeremy meint, es gibt alle Materialien für die Ingenieure in diesem System. Auf den Oberflächen dann oder in den Signalquellen oder was? Wie genau meinst du das? Ist nämlich, ganz, ganz spannend. Also momentan suche ich einfach nur, ob man irgendwie
so Absturzstellen von Targoidenschiffen hier findet. Das wäre so bei Kampfbereichen, wäre so das naheliegendste. Aber ich weiß halt nicht, wie das genau funktioniert. Als ob das Spiel da in dem Zuge so mitdenkt, sagen wir es mal so. Mann, Mann, Mann. Auf den Oberflächen von den Planeten. Okay. Dann scannen wir doch einfach mal diesen Planeten hier noch und schauen mal, was der so Schönes hat. Ich fliege mal eben da anders hin, dass wir da die Ringe schön unter uns haben. Genau so. Dann kann man den perfekt scannen, nämlich den Planeten. So. Jetzt kann man nämlich perfekt scannen. Nur so als kleiner Tipp. Wie viele Sonnen brauchen wir? 9. Okay, dann schießen wir erstmal einen auf die Rückseite. Einen hier so auf die Oberseite. Und dann haben wir 2. So, gucken wir, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja, das hat genau die Mitte getroffen. Geil. Und vorne auch. Sehr schön. So, das heißt, wir brauchen jetzt 7 Sonden außen rum. Das heißt, wir machen hier einmal... Machen das mal so. Mal gucken, wo der aufschlägt. Wir versuchen es diesmal intelligent zu machen. Weil die Sonde müsste jetzt theoretisch oben auf der Polarkappe aufschlagen. Und wenn sie das tut... Schauen wir mal. Jo, das hat gut funktioniert. Ein bisschen zu hoch sind wir. Müssen ein bisschen nach runter gehen. So. Und jetzt... Gehen wir so weiter. 4... 5. Sechs. Ja, das war nicht so gut. Weil der Planet ist nicht so groß, lustigerweise. So, schauen wir mal. Sonden 9, Aufprall 6. Das heißt, es sind dann die 7. 8. So, gucken wir mal. Da kriegen wir einiges oben drauf. Und da kriegen wir... Wo fehlt jetzt eigentlich noch? Auf der Vorderseite fehlt noch unfassbar viel. Dann können wir das hier unten noch drauf schießen. Und zwar so. Und dann müssten wir jetzt eigentlich alles haben. Wahrscheinlich fehlt jetzt genau 1-2 Prozentpunkte. Weil der, glaube ich, fliegt hinter dem Planeten jetzt, ne? Oh, war sogar richtig. Yay! Surface scan complete. Geil, dann haben wir das. Muss ich den Ring jetzt eigentlich noch scannen? Ich glaube nicht, ne? Den Ring hat er automatisch gescannt dann. Achso, ich kann auf dem Planeten gar nicht landen, möchte ich betonen. Das war schlau von mir. Das war richtig gut. Ich kann auf dem Planeten nicht landen. Ich habe den Planeten hier gescannt. Relevante Signale. Hier haben wir 2 Targoiden-Signale. Das war der Planet. Habe ich den Planeten nicht gescannt? Aber hier auf dem Planeten haben wir 2 Targoiden-Signale. Mal schauen, was das ist. Dann fahren wir da mal hin, würde ich sagen. Auch wenn ich da, glaube ich, gerade war. Aber jetzt sehe ich hier oben Targoid 2. 43 geologische, menschliche 3 und Targoiden 2. Schauen wir mal, vielleicht finden wir was Spannendes. Haha. Bin gespannt, was das ist.
So. Ist die Frage, habe ich den jetzt schon gescannt oder nicht? Nee, ne? Wo ist denn der Planet? Der ist hier... Ich muss mal so... Ah, ich habe den großen Planeten habe ich gescannt, aber den kleinen hier glaube ich nicht. Schauen wir mal, schießen mal zwei Sonden drauf und schauen, was passiert. Vielleicht finden wir ja was. Es wäre echt mal schön, wenn ich was finden würde in dem Spiel. Und zwar nicht, weil ich irgendwo nachgucke, sondern einfach, weil ich wirklich aus, Targoiden-Kampfbereich mal gucken, ob hier irgendwas ist. Es wäre mal schön, wenn ich selbstständig aus eigener Kraft sowas finden würde. Das würde meinem Entdeckerdrang sehr gut tun. Also, nur mal so, nebenbei. So. Ich muss mal gleich ein bisschen langsamer werden. Ich weiß nicht, ob ich den gescannt... Nein, ich schau mal. So, habe ich dich gescannt? Dich habe ich noch nicht gescannt. Sonden 2, okay. So, passt auf. Einmal geradlinig drauf. Und einmal drüber hinausschießen. Mal gucken, ob das reicht. Wahrscheinlich nicht, weil wahrscheinlich war ich zu weit unten. Das ist echt schwer, das zu treffen. So, haben wir die Vorderseite, haben wir komplett. Wie schaut es hier aus? Rückseite. Oh, hat sogar gepasst. Geil. Ich hatte den übrigens schon gescannt. Ich bin ein Schlaubi-Schlumpf, 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 Schlaubi-Schlaubi-Schlumpf. So, Warnung, Eintritt im Kampfbereich. Das Warte, den ich vorhin gescannt habe. Es gibt hier auf jeden Fall Targoiden-Signale. Die Frage ist nur... Der Kampfbereich ist ja außer... Ich gehe mal wieder in den normalen... So. Normaler Modus. Also angeblich gibt es hier irgendwo Targoiden-Signale. Ich fliege mal da, wo es so grünlich ist. Wir haben ein einziges geologisches Signal hier. Das schauen wir uns mal an. Also mal gucken, ob wir was finden. Ich habe keine Ahnung. Der Planet ist riesengroß. Also da können wir nicht mal eben suchen normalerweise. Die Frage ist nur, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, das mit dem Schiff mal grob abzustecken. Wow. War ich vor kurzem bewusstlos, der Pilot. Also angeblich gibt es ja zwei Targoiden-Signale. Ha. Der ist auf der anderen Seite des Planeten. Das ist die Frage, Jeremy, hast du eine Idee, wie ich die finden soll? Wie findet man denn Targoiden-Signale auf Planeten? Muss ich jetzt dazu den ganzen Planeten absuchen, oder? Das Fiese ist halt, du siehst halt auch kaum was von der Oberfläche, der glänzt so. Oh oh. Ich habe keine Lust, auf den Planeten draufzuknallen, ehrlich gesagt. Falsche Seite vom Planeten. Ja, ja, schon, aber die Frage ist so ein bisschen, wie finde ich denn hier...
Wie finde ich hier denn Targoidensignale auf dem Planeten? Hast du eine Idee? Gibt's denn einen Trick dafür? Da ist ein Schiff. Ich fliege einfach mal wild rum jetzt. Das Problem ist, ich weiß echt nicht, nach was ich Ausschau halten soll. Macht wahrscheinlich mit dem Scarab sinnvoller. Was hast du denn für Signale? Nur geologische, lustigerweise. Ich habe nur geologische Signale, aber angeblich gibt es hier zwei Targoidensignale auf dem Planeten. Oder werden die explizit angezeigt, wenn hier irgendwas ist? Weil angeblich sind es zwei Targoidensignale. Ich mach's mal so. Ist doch für den Piloten toll, aber dann sehen wir so ein bisschen was besser. Ist das einfach nur eine schwarze Markierung oder ist das wirklich eine oder ist das ein Crash? Ist aber einfach nur schwarz hier, ne?